So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir die gleiche Übung wie eben schon gemacht. Also hier, das hier. Wenn nicht, ich werde zu diesem Teil verlinken. Hier habe ich ohne weitere Zahlen die ganze Sache mal dargestellt. Also, jetzt machen wir das gleiche für nur mal eine ganz einfache Funktion. Wenn es eine H-Methode gibt, die uns komplizierte Sachen leicht macht, muss sie die leichten noch leichter machen. Natürlich, was jetzt kommt, ist umständlich, denn ich weiß, wenn ich mit der H-Methode einen Anstieg ermitteln will, dann kann ich den hier bereits ablesen, was vor dem X steht. Der muss 4 sein. Aber mal sehen, ob das klappt. So, dann legt mal los. Erster Schritt, schreibt mal auf, wie der gesamte Grenzwertausdruck für xh soll gegen xm gehen. Von diesem ganzen Kram loslegt. Das ist der Tipp mit dem Bruchstrich. Wir sehen uns gleich wieder. Drückt die Pause-Taste, schreibt es auf, ich mach's auch. Na, habt ihr es so? Ne? Das ist der ganz allgemeine, wie eine Art PQ-Formel, ne? So eine grundsätzliche Formel. Die kann man sich immer wieder herleiten. Man sagt immer, der eine Wert minus den anderen Wert. Und zwar oben die Funktionswerte, unten die Definitionswerte. Ist gar nicht so schwer. So, aber jetzt kommen wir ja hiermit nicht klar. Jetzt müssen wir xh ersetzen. Also gut, ich sage immer gerne xh dazu, andere sagen das anders. Xh soll sein h, jetzt führen wir die Hysterese ein, plus ja, xm. Und jetzt ersetzt das mal und denkt dran, f von x ist 4x. Ersetzt das mal und wir sehen uns gleich wieder. Na, hat's geklappt? Achtung, die 4 nicht vergessen. Aber 4x heißt es ja. Aber wir haben ja dieses xh ersetzt, also in Klammern setzen. So, gut. Ausmultiplizieren bitte. Wir sehen uns gleich wieder. Oder wisst ihr was? Wir das ausmultiplizieren und entsprechend wegstreichen, das macht ihr mal selber. Wir sehen uns gleich bei der Lösung wieder. Bis gleich. So, Damen und Herren, ne? Also das Ausmultiplizieren war nicht schwer. Hier unten fallen die beiden xms weg. Hier oben. Durch das Ausmultiplizieren entsteht 4 mal xm positiv und hinten das alte minus 4xm hatten wir ja. Die löschen sich raus, dann ist der ganze Ausdruck ganz einfach. Die h's kann ich jetzt kürzen, weil ja nichts mehr da ist. Es ist eine Summe mit einer 0 hinten dran, aber da darf man dann wirklich kürzen und dann bleibt eine 4 übrig und das ist ja das, was man letztendlich haben wollte. So, ja, dann kommt jetzt als letztes noch, kommen jetzt noch die Links dazu. Also man sieht, es funktioniert auch mit einfachen Sachen, aber jetzt kommen noch Links zu anderen ähnlichen Themen, auch nochmal zum Anfang, wie man das mit Zahlen macht. Aber letzten Endes hatte ich ja noch versprochen, wir wollten ja noch f von x ist 1 durch x, das wollten wir ja nochmal machen. F von x soll mal 1 durch x sein und da wird es ein bisschen ekliger, da müssen wir mit Doppelbrüchen arbeiten, aber jetzt die Links dazu, wir werden es gleich sehen. Bis dann, tschüss.